Hallo, heute möchte ich euch mal ein kurzes Video zum Himbeerglasflügler vorstellen, und zwar diesmal zur Eiersuche. Es ist ein bisschen ein anderes Verfahren als üblich bei Glasflüglern, und zwar normalerweise weist man Glasflügler ja durch Pheromone nach, was ich euch auch schon vorgestellt habe. Diesmal ging allerdings die Eiersuche, und ja, es ist ein bisschen ungewöhnlich, untypisch. Ich habe selbst noch nicht wirklich drüber gelesen, bin auch noch relativ unerfahren, was das anbetrifft, und würde mich dann auch über eure Erfahrungen vielleicht freuen, wenn der ein oder andere noch ja, mehr Erfahrungen dazu hat. Aber ich stelle euch jetzt einfach mal das vor, was ich jetzt beobachten konnte. Und zwar, wir stehen jetzt hier an einem Waldrand, beziehungsweise Weg, innerhalb eines Waldes, und wir sehen hier überall Himbeeren. Hier diese ganzen Sträucher sind Himbeeren. Leicht besonnt und einjährig. Also wir sehen hier relativ frische Triebe. Hier drin sehen wir einen älteren Trieb, also verholzter Stamm. Und wir sehen junge Himbeeren. Das ist dieser grüne Stamm. Und der Himbeerglasflügler, so wie ich es jetzt feststellen konnte, ignoriert diese älteren verholzten Stämme und legt wirklich nur an diese jungen Triebe. Und wir können jetzt einfach mal schauen. Grundsätzlich, meiner Beobachtung jetzt nach, bevorzugt er diese leicht überhängenden Äste, Triebe. Also jetzt eher weniger die Blätter hier unten in der Vegetation drin, sondern tatsächlich eher so die oberen Bereiche. Wenn man einfach den Zweig mal umdreht, so, können wir jetzt mal schauen. Die Blätter von der Unterseite absuchen, und hier kommt es immer auf den Blattrand drauf an. Und hier sehen wir schon ein paar. Diese kleinen roten ovalen Eier, das sind Himbeerglasflügler-Eier. Liegen immer am Blattrand. Meistens ein Ei, teilweise mehrere Eier. Ich bin jetzt hier gerade in der Gegend mit einer extrem hohen Dichte. Das heißt, man kann auch relativ viele Eier finden. Also ich sehe jetzt hier gerade schon 6, 7 Stück auf einen Blick. Hier seht ihr mal 2 Eier an so einem einzelnen Blatt. Aber immer am Blattrand wirklich. Blattrand, Blattrand. Das ist ganz typisch, diese roten, ovalen Eier am Blattrand. Bisschen überstehender Himbeere, einjährig. Mal schauen, wie es bei den anderen aussieht. Nehmen wir den auch wieder. Ein Zweig überragt die Vegetation so ein bisschen. Finden wir hier was dran? Ist eher weniger, so wie es aussieht. Nein, auch hier sehen wir wieder am Rand vom Blatt. An den obersten Spitzen sehen wir wieder 2 Eier. Und hier drin sind noch mehr Eier. Hier ist wieder ein Ei. Und so weiter. Also wir finden hier überall Eier. Und genau, einmal Blatt umgedreht und schon wieder hier an der Basis 2 Eier. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist es eine relativ schnelle, einfache Suche. Die Eier sind relativ eindeutig. Man kann sie gut finden. Und also ich glaube tatsächlich, dass es auch ähnlich effektiv wie mit Pheromonen die Art nachzuweisen. Denn ich habe jetzt beim Laufen, hier sieht man auch wieder eins. Also quasi jeder Zweig ist belegt hier, kann man sagen. Und ja, ich habe jetzt in der Gegend hier, wo auch niedrigere Dichten sind, wo nicht jeder Zweig belegt ist, das ist jetzt wirklich ein extremes Beispiel, aber auch da in den Gegenden, wo weniger eine geringere Dichte vorherrscht, konnte ich die Art jetzt relativ schnell nachweisen, einfach beim Laufen entlang von den Wegen immer mal wieder ein, zwei Zweige umdrehen, und schon sieht man auf der Blattunterseite die roten ovalen Eier. Und das ist relativ effektiv. Ich habe keine Falter gefunden. Wenn man jetzt gerade kein Pheromon zum Beispiel dabei hat, kann man so relativ schnell die Art nachweisen. Auch hier wieder ein relativ dunkles Ei. Also ich denke mal, das ist kurz vorm Schlupf, würde ich jetzt vermuten. Und ja, also das geht relativ leicht und schnell. Einfach beim Vorbeigehen kann man da mal schnell nachschauen auf die Blattunterseite. Und ja, sollte man auf jeden Fall mal im Auge behalten, ob das eventuell eine sinnvolle Nachweismethode für Glasflügler, vielleicht auch für andere Arten ist. Wie gesagt, habe noch nicht so viel Erfahrung, aber würde mich dann auch freuen, wenn ihr eure eigenen Erfahrungen und ja, Erfahrungen drunter schreiben könntet vielleicht.
Genau, so viel dazu und bis zum nächsten Mal.